Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen bei Gärtnern leicht gemacht. Hier ist wieder der Toni, euer Landschaftsgärtner für alle, die mich kennen. Und im heutigen Video habe ich mal wieder ein Pflanzenporträtvideo für euch, denn ich möchte euch diese tolle Pflanze vorstellen. Wir haben hier die Bartblume, zu deutsch botanisch Caryopteris xglandonensis, eine besondere Sorte, nämlich Blue Balloon. Und diese tolle Pflanze, die jetzt wunderbar blau blüht, Ende September bis in den Oktober hinein, möchte ich euch kurz vorstellen. Wenn euch das jetzt interessiert, bleibt gerne dran, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ja, also wir haben hier die Bartblume Caryopteris xglandonensis botanisch und wir haben hier die besondere Sorte Blue Balloon. Und zwar ist die Caryopteris ganz besonders, man sieht es schon, sie blüht wunderbar blau, ja, also jetzt Ende September bis in den Oktober hinein hat man diese tollen Blüten, diese tollen Farbkleckse im Garten und ich finde es ein besonderer Hingucker, vor allem sehr wertvoll für Bienen und Hummeln in der späten Jahreszeit, ideale Bienen, Nahrungsquellen und für Hummeln ideal und man hat eben diese strahlenden blauen Blüten und diesen tollen Aspekt. Die Bartblume gehört zu den Halbsträuchern. Halbsträucher sind quasi Pflanzen, die oben weich sind, ja, und unten in der Basis verholzt. Also da, wo sie austreiben, sind sie fest und oben weich und krautig. Kennt man auch vom Lavendel, vom Gartenlavendel. Und bei Halbsträuchern ist es immer wichtig, da kommen wir auch gleich zum Schneiden dieser Pflanze. Halbsträucher oder auch die Caryopteris sollte man so radikal im Frühjahr zurückschneiden wie möglich. Das fördert die Blühfreudigkeit und die Vitalität und die Gesundheit der Pflanzen. Und sie treiben dann wieder besser aus und blühen sozusagen noch viel schöner. Und der Rückschnitt erfolgt einfach im Frühjahr, Ende Februar, im März, wenn die Fröste vorbei sind. Am besten so tief wie möglich, so ruhig 20 cm über dem Boden zurückschneiden. Da schadet der Caryopteris überhaupt nicht. Ja, zu den Ansprüchen des Bodens und des Standorts bleibt zu sagen, diese Pflanze liebt einen vollsonnigen Standort, also volle Sonne liebt die Caryopteris. Ideal, also es liebt sie vollkommen, das reicht vollkommen aus. Nicht zu schattig, denn darunter würde die Pflanze leiden. Was die Blühfreudigkeit und die Blütenbildung angeht, der Boden sollte durchlässig und locker sein. Ein ganz normaler Gartenboden oder gute Pflanzerde reicht ideal im Pflanzloch, um anzuwachsen. Wenn ihr einen schweren Lehmboden habt, der sehr verdichtet ist, könnt ihr ein bisschen Sand ins Pflanzloch geben. Denn ihr wisst ja, Sand lockert Lehmböden auf und macht sie durchlässiger, wenn die Böden zu verdichtet sind. Das mag die Caryopteris nicht und das mögen die meisten Pflanzen nicht. Also da könnt ihr immer dagegen steuern. Ja, vom Wachstum her wird diese Pflanze eben, der Name sagt schon, Blue Balloon, zu deutsch blauer Ballon, eher kugelig. Ja, sie wird 1,30 Meter bis 1,50 Meter hoch. Und wird eben vom Wuchs her etwas breiter, sondern eher kugelig. Ja, also 1,50 Meter knapp hoch und 1,50 Meter knapp breit bei idealen Bedingungen. Und es gibt natürlich auch noch andere Sorten der Caryopteris, die etwas höher oder auch niedriger werden. Und ja, also mir war es jetzt wichtig, euch diese tolle Bienenpflanze noch vorzustellen. Wenn ihr eine Pflanze sucht, die leuchtendes Blau noch im Spätjahr bei euch im Garten erzeugt, dann ist das die optimale Wahl. Wie gesagt, sie ist bienenfreundlich, sie ist schnittverträglich, sie ist pflegeleicht und wenn ihr sie pflanzt nach meinen Anleitungen, also im Frühjahr gut radikal zurückschneiden, den Boden durchlässig lässt und einen vollsonnigen Standort, dann habt ihr viele Jahre Freude an dieser tollen bienenfreundlichen Pflanze. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Ich hoffe, diese Art des Videos von Pflanzenporträts ist für euch hilfreich. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, wo ich euch irgendwelche Pflanzen vorstelle, lasst mich es gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare und tretet gern meiner WhatsApp-Gruppe bei. Könnt ihr jederzeit euch an mich wenden oder mir gärtnerisch eure Fragen stellen. Den QR-Code findet ihr jetzt gerade hier eingeblendet. Einfach abscannen oder auch unten in den Kommentare einfach den Link folgen. Dann seid ihr jederzeit in der Gruppe willkommen. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Eure Fragen unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder bei Gärtnern leicht gemacht. Macht's bis dahin gut. Ciao, bis dann.